Mein Name ist Reinhold Eichinger. Ich bin seit vielen Jahren mit der Gemeinde oder seit der Gründung mit der Gemeinde verbunden, aber jetzt in einem anderen Gemeindegründungsprojekt. So, damit zum ersten Punkt, Anja. Ihr müsst euch den Kurt Igler daneben vorstellen, aber wir haben dich. Super, dass du da bist heute unter uns. Bitte sehr. Ja, hallo. Von meiner Seite, Anja Hoffmann ist mein Name und genau, wie gesagt, darf ich hier zuerst einmal auch den Kurt Igler erstens seine herzlichen Grüße überbringen und ihn auch kurz quasi vertreten mit ein paar Worten, weil natürlich, wenn wir über die Frage der Druck gegen Christen, Widerstand gegen Christen reden, auch die weltweite Christenverfolgung ein Thema ist, was wir einfach immer im Hintergrund mitbedenken müssen, auch wenn ich nachher über Europa reden möchte, aber quasi in Bezug auf die weltweite Christenverfolgung wollte ich euch einfach insbesondere hinweisen, ich bin sicher, dass viele von euch sehr vertraut sind mit den Zahlen von Open Doors und mit dem Weltverfolgungsindex. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch hier, diese Länder, wo Christen am schlimmsten verfolgt sind auf der Welt und wo wir wirklich schlimme Formen der Gewalt sehen, der blutigen Verfolgung oder auch Regime, die ganz radikal gegen jede Äußerung des christlichen Glaubens vorgehen. Und natürlich gerade auch die Zuspitzung jetzt im letzten Jahr in manchen Regionen. Ihr habt wahrscheinlich etwas über China oder Subsahara-Afrika, Nigeria, auch Nicaragua mitbekommen. Also da sind viele Triebkräfte, wie Open Doors das meistens nennt, am Werk, wo wir sehen, wie sich aus verschiedenen Quellen quasi die Christenverfolgung zuspitzt. Und das sind einerseits ist Gewalt auch von der Bevölkerung ausgeht, wie in Indien, wo die Kirchen einfach wirklich von gewalttätigen Mobs angegriffen werden. Und andererseits diese Regierungen, die wirklich mit Repressalien gegen Christen vorgehen. Und da wollte ich euch einmal insbesondere hinweisen, ich glaube, alle von euch bekommen wahrscheinlich den Allianzspiegel oder auch hier in der Gemeinde, da gibt es gerade so eine tolle Beilage, wo der Kurt Igler übrigens auch das geschrieben hat, das Vorwort dazu, wie man als Gemeinde und als Christen gemeinsam für die verfolgte Kirche beten kann. Ihr wisst sicher, dass am 10. November der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen ist. Und ich glaube, weil ich jetzt überleiten werde zum Thema Europa, dass wir da auch, wenn wir beginnen, für die verfolgten Geschwister auf der ganzen Welt zu beten, auch beginnen, unseren Blick zu schärfen und diese Zusammengehörigkeit zu verstehen, auch in dem, was schwierig ist, und dann vielleicht auch eine neue Perspektive gewinnen können auf unsere eigenen Schwierigkeiten in Europa und wie wir dem besser begegnen können. Also in dem Sinn, genau, Open Doors und der Weltgebetstag für die verfolgten Christen. Genau, ist, glaube ich, etwas, wo wir alle unseren Beitrag auch geistlich geben können und da zusammen im Gebet einstehen können für unsere Geschwister. Genau, aber mein anderer Hut und das, warum ich eigentlich hier bin, ist, weil ich die Geschäftsführerin vom Observatory bin, einer Beobachtungsstelle für Gewalt und Diskriminierung gegen Christen in Europa. Also da sind wir jetzt wirklich beim Thema, was Open Doors weltweit macht, quasi schauen wir uns in Europa an. Wir reden hier nicht von Verfolgung. Wir wollen auch bewusst diesen Unterschied setzen und sagen, ja, das, was in der Welt passiert an Christenverfolgung, ist schlimm und dramatisch und das, was in Europa passiert, ist anders. Es hat auch seine Punkte, wie der Reinhold auch so gut in der Einleitung gesagt hat, die wirklich ernst zu nehmen sind. Und dennoch, genau, wir sprechen von Intoleranz und Diskriminierung. Und da gibt meine Organisation jedes Jahr auch so einen Bericht heraus, wo quasi die schlimmsten Fälle weltweit von Attacken auf Kirchen vor allem, auch manchmal auf Christen, auf Einzelpersonen, das sind natürlich besonders auch Konvertiten zum Beispiel vom muslimischen Glauben zum Christentum sehr betroffen. Aber sonst auch, ich meine, ein Bild hier von unserem letzten Report ist sogar aus Floridsdorf, will ich nur so nebenbei sagen. Da wurde ja ein Gebetsgarten komplett zerstört, ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat. Ziemlich schlimm, ja, wo den Statuen die Köpfe abgeschlagen wurden. Und es war noch dazu ein Gebetgarten für den Schutz von ungeborenen Kindern mit, glaube ich, einer kleinen Hand, die ein Baby hält. Und auch das wurde leider sehr schlimm verunstaltet, was uns auch ein bisschen zeigt, woher dieser Hass auch in Europa kommt. Genau, einerseits schauen wir uns also an, wo passiert Gewalt in Europa. Aber auf der anderen Seite, was meiner Organisation auch wichtig ist, ist anzuschauen, wo gibt es Druck, der subtiler ist, aber der auch sehr ernst ist und für Christen einen großen Unterschied macht in ihrem Leben und wie frei sie ihren Glauben ausüben können. Und da möchte ich euch gerne drei kurze Beispiele erzählen, die ich mitgebracht habe, um deutlich zu machen, was genau, wie äußert sich das. Und das sind jetzt Länder, wo es schlimmer ist als in Österreich, aber die auch in Europa sind und wo wir manchmal
auch sehen, dass dieselben Ideen und Ideologien auch schon bei uns präsent sind. Und oft ist es gut, sich anzuschauen, wo führt das hin in den Ländern, wo es schon 1, 2, 3 Schritte weiter ist. Und ein Fall, der mich gerade besonders bewegt in dem Zusammenhang, ist ein Gerichtsverfahren, was heute zu Ende gegangen ist. Und zwar im Vereinigten Königreich steht ein Familienvater, 50-jährig, vor Gericht, nachdem er, und ihr werdet es kaum glauben können, falls ihr nicht von dem Fall gehört habt, aber nachdem er im Stillen auf einer öffentlichen Straße gebetet hat. Der Mann hat nichts gesagt, er hat nichts gemacht, er hat niemanden angegriffen, er ist nur schweigend und still so auf der Straße gestanden, woraufhin die Polizei auf ihn zugekommen ist, ihn gefragt hat, was er hier macht, ob er betet, wofür er betet und ihn daraufhin festgenommen hat. Und das in England. Und jetzt zum Hintergrund, okay, das passiert nicht auf jeder öffentlichen Straße. Natürlich geht es hier darum, dass wir uns auf einem Gebiet 150 Meter rund um eine Abtreibungsklinik befinden. Und dort hat die Regierung ein neues Gesetz erlassen. In Deutschland kennt ihr, da habt ihr vielleicht auch davon gehört, diese sogenannten Bannmeilen. Manche nennen das auch Schutzzonen, wo gesagt wird, die armen Frauen, die die Abtreibungskliniken betreten, die werden von den bösen Lebensschützern belästigt und vielleicht sogar bedroht oder so. Also das ist ein sehr gut erfundenes Narrativ, das sehr weit verbreitet ist. Und dann wird groß gesagt, jetzt muss man unbedingt was dagegen tun, weil wir müssen ja Frauen schützen. Und das Beste, was wir machen können, um Frauen zu schützen, ist, hier eine Schutzzone zu errichten, in der niemand, und das Gesetz ist dann total schwammig formuliert und sagt dann, in der niemand Beeinflussung auf die Frauen ausüben darf. Weder Zustimmung noch Ablehnung zum Thema Abtreibung. Auch in Form, und das ist schon ziemlich krass, dass das britische Gesetz hier explizit Gebet auch erwähnt. Oder auch ein Kreuzzeichen zu machen, zum Beispiel jetzt für die katholischen Geschwister, das ist ein Thema. Also das alles sind potenzielle Zeichen der Nichtzustimmung zu diesem Verhalten der Frauen und ist deswegen jetzt wirklich unter britischem Kriminalrecht strafbar. Und dieser Mann hat echt eine bewegende Geschichte. Adam Smith Corner heißt er. Und er hat selbst, bevor er sich bekehrt hat, seiner damaligen Freundin zu einer Abtreibung geraten, dafür bezahlt und sie auch zur Klinik gefahren. Und hat sich dann nachher bekehrt und erkannt, dass das ein Fehler war und Buße getan. Und seither kommt er regelmäßig und betet vor diesen Kliniken. Und zwar wirklich total, also er spricht niemanden an, er steht nicht einmal vor der Tür, er steht hinter einem Baum 100 Meter weiter. Aber er möchte in diesem Gebiet sein, um dort echt zu beten für seinen verstorbenen Sohn und für Frauen und Kinder, die hier betroffen sind von dem Thema. Und ja, und es ist für mich immer noch unfassbar, dass es überhaupt möglich ist, dass der jetzt gerade 3 Tage lang ein Gerichtsverfahren am Hals hat und wirklich hier vor Gericht stand. Das Ergebnis wurde nicht verkündet, weil die Richterin dann gesagt hat, es ist so komplex, diese Entscheidung zu treffen, weil noch nie zuvor musste ich über die Gedanken einer Person ein Urteil fällen. Deswegen braucht sie jetzt 2 Wochen Bedenkzeit und das Urteil wird erst im Oktober öffentlich werden. Aber was sagt uns das? Wir sind gar nicht so weit von solchen krassen Fällen entfernt. In Deutschland haben sie gerade diese Bannmeilen eingerichtet und dort ist Gebet auch auf der Liste der Dinge, die verboten sind. Und in Österreich haben die Grünen diesen Antrag auch schon eingebracht. Also er liegt schon im Parlament und wartet darauf, dass eine Regierung mit der richtigen Mehrheit den dann auch, den auch durchbringt sozusagen. Und das ist alles unter diesem Narrativ, genau, die Christen, die Lebensschützer sind die Bösen, die Radikalen. Und in dem stecken wir irgendwie drinnen. Und ich glaube, das spüren wir von vielen Seiten. 2 andere Fälle, die ich nur ganz kurz erwähnen möchte, ist erstens Matthew Gregg in Malta, den wahrscheinlich keiner von euch kennt. Ich kannte ihn davor auch nicht. Das ist ein Lobpreissänger und ein sehr passionierter freikirchlicher Christ, der früher mal in der homosexuellen Szene war und auch das ausgelebt hat, sich dann bekehrt hat und total die wunderschöne Geschichte hat, wie Jesus sein ganzes Leben transformiert und der auch sagt, ich empfinde jetzt anders und ich habe mich annehmen können und und ich helfe jetzt anderen, die mit diesen Gefühlen zu tun haben und rede auch mit Leuten. Und ihr könnt euch schon vorstellen, das Thema ist kontrovers und dass er da Widerstand hat. Aber was krass ist daran, ist, dass er in einem Fernsehinterview seine Glaubensgeschichte erzählt hat. Da hat ihn der Reporter eingeladen und gemeint, wir wollen mal zu diesem ganzen großen Thema, wie umgehen mit sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität, mal ein anderes Beispiel hören. Mal jemanden hören, der das anders vielleicht erlebt hat. Und er hat dort einfach sein christliches Zeugnis erzählt. Er hat erzählt, wer sich bekehrt hat. Also was Jesus für ihn bedeutet, was er getan hat, wie das sein Leben transformiert hat. Und er steht jetzt auch vor Gericht, schon seit 1,5 Jahren, mit bis zu 5 Monaten Gefängnis bedroht, weil er gegen ein Gesetz verstoßen hat, das eben sagt, dass man keine Konversionstherapie betreiben darf. Das heißt, jemanden umzupolen von
homosexuell zu heterosexuell. Und da gibt es auch eine Story dahinter, wie angeblich Leute mit Elektroschocks behandelt werden. Und dann, also es gibt eine ganze schlimme Geschichte dahinter, die sehr gut erfunden und sehr gut verbreitet wird, darüber, wie angeblich noch heute, dabei ist das natürlich unter dem Therapiegesetz eh verboten, Menschen gezwungen werden, ihre sexuelle Orientierung zu ändern. Das ist natürlich schlimm und das will keiner, dass jemand Gewalt ausübt, aber was dann in dem Gesetz wiederum steht, so wie in einem anderen Fall, ist etwas total Schwammiges, wo nur drin steht, jegliche Beeinflussung, die darauf abzielt, jemanden sexuellen Orientierung ändern zu wollen, inklusive Gespräche. Also auch konsensuelle Gespräche zwischen zwei erwachsenen Personen fallen da hinein. Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Jemand, der über das Thema reden will, selber betroffen ist, macht sich in Malta und in einigen anderen Ländern, auch in Deutschland, strafbar, wenn er Hilfe sucht und mit einem Pastor in der Gemeinde darüber spricht, dass er sich unwohl fühlt mit seiner homosexuellen Orientierung und fragt, wie kann ich besser damit umgehen. Und das leider, wie gesagt, ist alles nicht sehr weit weg. Letztes Beispiel von Päivi Räsänen aus Finnland, das vielleicht viele von euch kennen, die finnische Politikerin und auch Großmutter und sehr engagiert in ihrer lutherischen Gemeinde, wo sie herkommt, hat ein Bibelzitat auf Twitter gepostet, wo sie kritisiert, dass ihre eigene Kirche in Helsinki die Pride Parade unterstützt hat. Und sie hat gesagt, ich finde, das lässt sich nicht zusammenbringen mit dem, was in der Bibel steht. Und sie hat einen Vers aus dem ersten Römer, aus Römer 1 dort gepostet, ein Foto, und wurde dann von der Staatsanwältin angeklagt wegen Verhetzung, Volksverhetzung, und steht auch schon seit 5 Jahren vor Gericht. Im Moment ist der Fall beim finnischen Höchstgericht mit bis zu 5 Jahren Gefängnisstrafe, wenn sie schuldig gesprochen wird dafür, dass sie quasi Hass ausgeübt hat, indem sie die Bibel zitiert hat. Und all diese Dinge, ich will jetzt nicht Angst machen, aber das sind Realitäten, die auch in Europa da sind und die anders sind als die weltweite Christenverfolgung. Aber ich würde sagen, nicht weniger gefährlich unbedingt. Und wir werden nachher von der Suha noch sehr gut hören, was in den Schulen derzeit passiert und wie auch das natürlich ein Eingriff in das Religionsfreiheitsrecht von Eltern ist, ihre Kinder in Übereinstimmung mit ihren Überzeugungen auch zu erziehen, was ja ein verankertes Menschenrecht ist, was gilt, aber wo wir sehen, das kommt in Konflikt mit ideologischen Inhalten. Und falls ihr in welcher Form auch immer auch in Österreich in Berührung kommt mit Menschen, die solche Geschichten haben, auch die vielleicht ihren Job verlieren, weil sie zu laut gesagt haben, dass sie als Christ christliche Werte vertreten, biblische Werte vertreten, dann will ich euch darauf hinweisen, dass es jetzt eine neue Initiative in Österreich gibt, und zwar eine Meldestelle für christenfeindliche Akte. Und die ist zwar schon online, aber noch nicht offiziell, das heißt, ihr erfahrt jetzt die Preview-Info, das unter christenschutz.at, ganz einfach zu merken, christenschutz.at, jetzt eine neue Website ins Leben gerufen wurde, wo man auch Meldungen machen kann und wo der Jan Ledochowski, der mit der Suha gemeinsam in der Plattform Christdemokratie federführend aktiv ist, das mitbetreut, um zu schauen, auch bei uns genauer hinzuschauen, was ist in den Schulen los, was ist an den Unis los, wie geht es den Christen und wo erleben wir Druck. Und auch wenn es in Österreich nicht so dramatisch ist wie in anderen Ländern, ist es doch auch hier ein Thema. Und ich rede viel mit Studenten und mit jungen Leuten. Und ich muss sagen, was ich von Uni-Studenten höre, wie große Angst sie davor haben, zu sagen, dass sie Christen sind. Besonders in Vorlesungen, wo es um kontroversiellere Themen geht. Ihr wisst wahrscheinlich, dass um den meisten Studien mittlerweile Gender Studies eine verpflichtende Übung ist, die, um irgendwas zu studieren in Österreich quasi, man fast immer machen muss. Und um dort positiv abzuschneiden, muss man halt auch bestimmte Dinge vielleicht dann hinschreiben bei der Prüfung, die man vielleicht persönlich anders sieht. Und Christen, die das sehr ernst nehmen und die in diesen Fragen auch junge Menschen ihre tiefen Überzeugungen haben, ihre christlichen Werte dort vertreten möchten, die kommen echt unter Druck. Und gerade die jungen Menschen wissen oft nicht, ja, genau, wie sie damit umgehen sollen. Also was können wir tun in dieser Zeit und mit diesen Dingen? Als erstes, wir haben vorher angefangen mit dem Thema Gebet für die verfolgten Geschwister auf der Welt. Und ich glaube, wir könnten vielleicht sogar mitnehmen dieses Jahr, wenn ihr da mitmacht beim Gebetstag für verfolgte Christen oder wenn ihr regelmäßig betet, einfach auch diese Fälle aus Europa. Das sind auch Menschen, die wirklich eine andere Art, aber die schon wirklich auf Verfolgung erleben, also die wirklich, bei denen ganz viel auf dem Spiel steht. Und ja, und die andere Frage ist konkret sozusagen, also beten ist glaube ich, der Schlüsselpunkt und das, was wir alle tun können. Aber dann, wenn es darum geht, klug aktiv zu sein, dann
dann merken wir, okay, wir brauchen auch Antworten auf diese Dinge. Das sind alles Themen, die sind sehr ideologisch und auch sehr kompliziert oft. Also du musst mal verstehen, was das bedeutet, dass es angeblich 24 Geschlechter gibt und dass es einen Unterschied gibt zwischen trans und inter und queer und all diese Dinge. Und also was machen wir damit als Christen und was ist unsere Antwort darauf? Und wir wissen vielleicht, oh, die Bibel sagt da was anderes dazu, aber die Frage, wie man das kommuniziert, wie man die Worte findet auch, Menschen zu zeigen, was ist das christliche Menschenbild, wie ist der Mensch geschaffen, warum ist das so schön, warum ist das attraktiv? Ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt, den ich persönlich immer mehr entdecke, der auch damit zu tun hat, die Ideologien zu verstehen, die dahinter steckt. Und ich hatte, bevor ich angefangen habe, beim Observatory zu arbeiten, das Privileg, im Parlament mit der Gudrun Kugler zu arbeiten, die wahrscheinlich einige von euch kennen. Und dort habe ich wirklich gemerkt, das fand ich total interessant damals, wie genau mit diesen, all diese Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, diese ideologischen Fragen, wie es wirklich beides ist. Also du hast einerseits wirklich den geistlichen Kampf, den du auch spürst, da, wenn du mit bestimmten Leuten zu tun hast, die diese Agenda pushen. Wir hatten mal eine Sitzung zum Thema Frauenrechte, wo es um Abtreibung ging, das Frauenvolksbegehren. Und der Raum war gefüllt mit Abtreibungsaktivistinnen, alle in weiß angezogen, ganz weiß. Es war total unheimlich. Ich bin in der letzten Reihe gesessen. Der Raum war, also es war so nett, ich kann euch das echt kaum beschreiben, irgendwie so echt dieses Gefühl. Und dann ist eine vorne gestanden, eine Abgeordnete hat dann etwas gesagt darüber, wie Abtreibungen vorgenommen werden und hat erwähnt, Kinder werden mit einem Herzstich getötet im Mutterleib. Und der ganze Raum, die waren alle auf so beweglichen Schreibtischen, haben sich umgedreht plötzlich. Ich bin in der letzten Reihe gesessen, auf einmal haben sie mich alle angeschaut. Ich wusste gar nicht, du hast gemerkt, irgendwie, was ist in diesem Raum, was schon eine interessante Dynamik, sage ich jetzt mal, hat. Und wo man merkt, okay, da steht wirklich viel am Spiel. Es geht um große Fragen. Es geht nicht um, machen wir Wirtschaftspolitik ein bisschen mehr so oder ein bisschen mehr so, sondern so diese Frage, wer ist der Mensch? Was ist der Wert des menschlichen Lebens? Und das sind Themen, die halt auch wirklich umkämpft sind und wo wir auch hinschauen dürfen und beten dürfen. Und auf der anderen Seite habe ich damals auch gemerkt, wie wichtig Strategien sind. Und das sage ich jetzt nur die Beispiele zu dem, was ich vorher erwähnt habe. Österreich ist das einzige Land, wo zum Beispiel, also fast das einzige Land in Europa, wo ein Bäcker, der sich weigert, eine Torte für eine Vermählung von einem homosexuellen Paar zu backen, nicht vor Gericht kommen könnte. In allen anderen Ländern haben diese Antidiskriminierungsgesetze gemacht. Was heißt, wenn du das nicht tust, dann diskriminierst du im Dienstleistungsbereich und deswegen kommst du vor Gericht. Österreich ist es nicht so. Und es ist interessant, also ich habe da viel mit der Gudrun im Parlament damals darüber geredet und ein Kollege hat das dann Lex Kugler genannt, dass die Situation in Österreich, weil er gesagt hat, nur weil du die ganze Zeit mit allen redest und dieses Gesetz verhinderst, haben wir immer noch diese blöde Situation in Österreich, dass wir, das heißt Leveling Up, diese Diskriminierungsgesetze nicht haben als einziges Land. Und die gibt es die ganze Zeit Presseaussendungen jedes Jahr, sagen, wie schlimm das ist, dass es in Österreich nicht gibt. Und ja, also hinter den Kulissen weiß man dann, warum. Und das ist einerseits ja das Gebet, aber andererseits dieses Strategische, die richtigen Argumente mit den richtigen Leuten zu reden und zum richtigen Zeitpunkt quasi auch am richtigen Ort zu sein. Und ja, das sehen wir mit diesem Konversionstherapieverbot, was ich vorher eben Matthew Gregg. In Österreich haben sie sehr gepusht, das auch durchzubringen. Und immerhin gab es dann eine Ausnahme, wo es geheißen hat, Gebet, konsensuale Gespräche, Seelsorge müssen ausgenommen werden. Und das stand dann in diesem Text drinnen. Und das ist immer noch, sagen wir mal, ein Kompromiss, dass man dann trotzdem vielleicht manche Dinge schwammig formuliert sind und ein bisschen rechtsunsicher. Aber immerhin klar zu sagen, okay, die Kirchen müssen ausgenommen bleiben. Und auch da weiß ich einfach, da war eine Person zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und hat mit Leuten geredet, wo mir irgendwie klar wurde in dieser Zeit, es ist beides, es ist das Gebet und dann auch dieses strategische Handeln. Und genau, ja, ich glaube, deswegen ist es so wichtig, hier zu sehen, was wir auch als Einzelne da bewegen können. Und ja, wir kommen sicher noch nachher mehr auf das Thema Politik auch zu sprechen. Ich kann euch vielleicht nur darauf hinweisen, dass natürlich jetzt hier im Wahlkreis, weil wir gerade im 21. Bezirk sind, die Gudrun auch direkt wählbar ist, was jetzt, wenn wir darüber nachdenken, wie man strategisch Christen auch da unterstützen kann, an solchen Schlüsselpositionen aktiv zu sein, auch eine wichtige Möglichkeit ist, zu sagen, all diese Dinge wollen wir schützen und dadurch die Religionsfreiheit von Christen in Österreich hoffentlich weiterhin gewährleisten und dadurch auch die Möglichkeit schaffen, dass der Glaube geteilt werden kann. Ich glaube, im Endeffekt läuft das alles darauf raus, auf die Freiheit, missionarisch tätig sein zu können. Genau, und für weitere politische Fragen können Sie auf jeden Fall mit der Bitte auch reden, weil die meine Nachfolgerin bei der Gudrun ist und natürlich mit Suha über die Wahlprüfsteine, das kommt jetzt als nächstes. Und diese Frage, dieser Austausch zwischen
Gesellschaft, Christen, Politik, wie kann das gelingen und wie kann man da strategisch gemeinsam in die richtige Richtung arbeiten. Also ich freue mich jetzt sehr zu hören von dir. Danke. Dankeschön. Ich möchte dich anschließen.